Hallo Grillfans, heute mal eine schnelle Nummer. Wir machen Black Tiger Garnelen und darauf kommt einfach nur eine Sesamöl-Sojasauce. Das machen wir alles im Wok. Wie es genau aussieht, zeige ich euch hier. Weil die Garnelen gefroren waren, ist da noch relativ viel Wasser dran. Deswegen hole ich die hier einzeln raus, schüttel die kurz ab und lasse sie in die Pfanne rutschen. Durch mal ein bisschen rühren. Ah, ich habe den Grill runtergedreht, Scheibenkleister. So, natürlich auch volle Kanne. Das ganze Wasser ja auch nicht verdampfen. Oh, Idiot. Daran, dass das Wasser verdampft, das erkennt man daran, dass das Öl wieder klarer wird. So, Sojasauce, Sesamöl, Agavendicksaft, ein Spritzer Limette, Chili, Ingwer. Ganze schön angedickt. Jetzt mit ein bisschen weniger Ananassaft. Entschuldigung, habe ich auch vergessen, das ist auch drin. So, das war's schon. So. Also es duftet einmalig. Und verzeiht mir, dass ich es mit Messer und Gabel esse. Da ist jetzt so viel Soße dran. Die Soße schmeckt richtig fruchtig. Ganz leichte Schärfe im Hintergrund. Sesam kommt gut durch. Soja sowieso, klar. Doch, würde ich sagen, voller Erfolg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, nicht vergessen. Und die Glocke, damit ihr auch regelmäßig Bescheid bekommt, wenn ihr meine neuen Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Gelegenheit. Macht's gut, Leute.